das sind alles Daten, die hier angezeigt werden. Da gibt es natürlich noch zig Untermenüs. Ja, jetzt sehen wir eben nur eins. Und hier auf der anderen Seite, da kann er sich, hier hat er jetzt auch noch Vortriebsdaten, aber hier kann er sich sonst, sagen wir mal, die Daten der eigentlichen Maschine aufrufen. Das heißt, die Temperaturen von Motoren, die Stromaufnahme der Antriebsmotoren, alle möglichen Daten, die rein maschinentechnischer Art sind. Ja. Es gibt dann auch, wie im modernen ICE zum Beispiel, dann gibt es halt eine Liste mit Fehlermeldungen. Ja, es gibt dann Fehlermeldungen, die sind da, man kann aber weiterfahren, die muss er halt irgendwann mal abarbeiten. Es gibt aber auch Fehlermeldungen, die heißen dann, ja, jetzt stopp. Ja, dann muss er suchen nach der Ursache und erst wenn das wieder funktioniert, kann er weiterfahren. Hier ganz rechts hat er Bildschirme, also eine Kameraüberwachung der ganzen Förderbandanlage. Das Material ist ja hier schon auf dem Band und ist draußen in Ella eben auf dem Förderband. Und vor allem, wenn das hier so auf dem geraden Band ist, da passiert natürlich relativ wenig oder nichts. Aber dann geht es über Übergaben von einem Band aufs andere. Ja, also. Und die werden kameraüberwacht, denn wenn sich hier was verstopft und nachher aufbaut, irgendwann schaltet das Band ab. Aber dann schaltet auch der Bohrkopf ab, weil der liefert ja sonst immer weiter Material. Genau. Das heißt, die Bandanlage muss laufen, damit überhaupt vorne gebohrt werden kann. Und deshalb ist das eben kameraüberwacht, bis hin dann zur Abwurfstelle, wo das draußen da in Heller dann aus dem Rohr rausfällt und dann vom Radlader aufgenommen wird. Ah, das wird vom Radlader aufgenommen? Ja, und dann auf die Waggons. Hier sind dann die Waggons. Nicht direkt auf die Waggons? Nein, das geht nicht. Geht nicht. Weil die müssten sie ja dann unter dem Ding wechseln, während das läuft. Ach so, ja, klar. Sie brauchen den Puffer und sonst sind die nicht richtig gefüllt. Das Band ist eh von meinem Hinhalten etwas schlank, etwas schmal. Für die Leistung, die Maschine vortreibt, läuft das sehr schnell? Nee, das kann laufen mit 2,5 Meter pro Sekunde und so schnell läuft es noch gar nicht. Also, gut. Also da sind wir nicht an der Grenze. Das ist ein 800er Band hier. Mhm. Man kann auch 1000er nehmen, aber die braucht man eigentlich bei größeren Maschinen. Mhm. Ja, so weit hier drin. Wenn dann die letzten vier noch kommen und dann gehen wir ein Stück weiter nach vorne. Gut. Thank you.
Schlag würde ich vielleicht noch am ehesten herstellen. Dein Video jetzt. Ja.